Und willkommen bei unserem Livestream. Mein Name ist Sonja Tamarow vom Yoga Studio Purayana hier in Frankfurt. Und ich möchte gerne euch einladen, Mariela Gomez Erro, argentinische Künstlerin, Autorin, Kuratorin und auf jeden Fall Freundin, zuzuhören. Sie wird uns ihr neues Buch Menschliche Kunst, ich habe den hier, Menschliche Kunst vorstellen. Diese Streaming ist Teil des offiziellen Programms der Internationale Buchmesse in Frankfurt. Dieses Jahr Bookfest Special Edition genannt, weil nur digital gehalten wird wegen der Pandemie. Hallo Mariela. Hallo. Schön, heute mit dir hier zu sein. Danke. Hallo, hallo liebe Zuschauer. Heute ich präsentiere mein neues Buch Menschliche Kunst. Und die zusammen mit der spanischen Verlag Universo de Letras veröffentlicht wurde. Danke. Um dieses Buch zu präsentieren, hat Mariela ein Video gedreht, ein super schönes Video. Das Video heißt wie das Buch, Menschliche Kunst. Und ihr könnt es finden auf ihrem YouTube-Kanal. Das Kanal hat auch, heißt Mariela Gomez Erro und auch an eine Verlosung, um Marielas Buch zu gewinnen, teilzunehmen, indem ihr Kommentare über das Video hinterlässt. Am Ende von diesem Interview, dieser Vorstellung, werden wir euch die Möglichkeit geben, in dem Chat, die auf die Seite von dem YouTube-Kanal zu sehen ist, Fragen zu stellen, Kommentare zu schreiben. Und wir werden auch am Ende Mariela diese Frage stellen und sie wird es auch sehr gerne antworten. Ja, wir starten jetzt. Wir kennen alle Mariela als Künstlerin, als Kuratorin und generell als Kunstliebhaber. Wie kam die Idee, über andere Künstler zu schreiben, überhaupt zu schreiben? Ja, hallo Sonja. Und bueno, ich bin sehr neugierig und ich mache mit anderen Künstlern zu sprechen und ich möchte immer sehen, was sie machen. Und viele kennen mich als Künstler. Auch ich habe in Argentinien meine Kunstgalerie gegründet mit zwei Freundinnen. Und danach in dieser Zeit, in diesem Moment, beginne ich mit einfachen Worten zu beschreiben, was ich sehe, was ich sah in diesem Moment. Und ich habe angefangen und ich habe besuchte Ausstellungsorte und ich habe in diesem Ort in Buenos Aires viele Kuratorinnen und viele Künstler kennengelernt. Und die ganze Berichte, Kunstberichte habe ich gemacht und ich habe zusammengestellt in einem Kunstmagazin, Ramona, kennen viele in Buenos Aires. Und danach hatte ich hier in Deutschland meinen eigenen Blog, marielasch.com. Diesen Blog habe ich über Kunst geschrieben. Ja, das ist sehr interessant. Also du warst zuerst in Argentinien, in dieser Ramona-Kunstzeitschrift über Künstlerberichte und Werke geschrieben. Dann schon hier in Deutschland deinen eigenen Blog auch gehabt und darüber auch weiter geschrieben. Und was ist da passiert? Warum sind diese Künstlerberichte jetzt nicht in dem Blog geblieben, und doch zum Buch geworden? Ja, bueno, ich liebe Bücher. Ich liebe diese Fühlen in der Hand mit dem Papier. Ne? Und ich habe danach die Bedürfnis, die ganze Kunst berichten und Geschichte in einem Buch zusammenzustellen. Und ich habe diese Liebe von Büchern von meinem Vater geerbt und weiterzumachen. Ja, ja. Und hier entstand aber dann die Idee von dieses besonderes Buch. Du hast schon ein Buch geschrieben. Genau. Die heißt Zeitgenössische Kunst. Zeitgenössische Kunst. Also das ist jetzt nicht ihr erstes Buch. Sie hat schon eine. Wie entstand die Idee, dieses Buch zu schreiben? Wieso menschliche Kunst? Diese Buch, ich habe schon vor 2 Jahren schon geträumt und
Ich denke, dass ich hatte viel Zeit genommen, um diese Information zu sammeln. No, ich denke, dass wir leben in einer Zeit, die alles so schnell geht, alles so schnell passiert, und wir nehmen in dieser Zeit die Ruhe. Ruhe zu finden, genau. Und die ganzen Sachen, die uns interessieren, zu haben. Ne? Genau. Und ich habe gedacht, dass ich möchte als Künstlerin, als Person und einen Ort zu finden, die mir wiederfinden kann. Und dieser Ort ist das Kunst und Worte. Und zusammen diese ist die heilen mir. Ja, schön. Das nah zu heilen, finde ich, das alles zusammen zu haben. Und was finden wir in dieses Buch? In dein erstes Buch, wie ich das verstanden habe, waren antike Künstler, und dann hast du die Künstler ihre Werke und ihre Technik vorgestellt. Was finden wir in menschliche Kunst? In diesem neuen Buch, menschliche Kunst, wir finden viele Künstler, multidisziplinär Künstler, wir finden Kreative, wir finden Musiker, Lehrer und Kunstliebhaber, finden wir auch. Und schwieriges Wort. Das ist schwieriges Wort, aber ein tolles Wort. Und danach, nicht nach Technik oder nach Nationalität oder nach Stil dieses Buch geordnet, sondern dieses Buch ist ein Buch der Verbindungen. Die Verbindungen bedeutet, dass die können wir finden, verschiedene Facetten der Menschlichen durchbringen, no? Die Kunst durch das Leben. Genau, und was für Facetten zum Beispiel? Facetten von menschliche Facetten, Entschuldigung, kann sein Schmerz. Können wir die Arbeit finden von Patricia Indich? Sie schafft Werke, um den Krieg zu installieren, zu erklären, zu zeigen. Genau. Können wir auch diese Schmerzen wegen einer schwierigen Diktatur, wie in Argentinien war, in die Werke von Roberto Jacobi. Sehr bekannt auch für die Argentinien. Ja, die andere Themen ist Religion. Religion, ich sage, diese spirituelle Einfluss, die in Werke können wir finden. Zum Beispiel in Marco Cerro können wir finden diesen Einfluss, das ich finde super mobilisiert. Und danach können wir finden auch Politik. Politik in eine, zum Beispiel Personen, die zusammen mit anderen bewegen oder einen Ort schaffen, um diese Stimmen zu hören. Zum Beispiel in einem Kulturzentrum in La Plata, Azul Unala. Sie haben eine tolle Arbeit. La Plata ist eine Städtchen, Stadt in Argentinien. Damit ja. Genau. Und danach in der, auch, wir haben ein emblematisches Kunstwerk von einer argentinischen Künstlerin, Marta Minujín, die in Kassel, in der Documenta de Kassel, sie hat eine große Intervention gemacht, eine große Parthenon der Bücher, und die können wir sehen, was bedeutet das Verbot, no? Das verbotene Bücher, das verbotene Gedanken. Wie in verschiedenen Gesellschaften dieses Verbot für Bücher, für Sachen machen, für Meinungen stattgefunden haben. Sie zeigen das in ihrer Intervention in der Documenta Kassel. Genau. Ja. Das ist die Themen von menschlicher Kunst. Ja. Es gibt mehrere, aber Geschichte. Sie können auch sehen, andere Geschichten. Kunst, no? Kunst und Leben, die zusammen verbunden sind quasi. Also deswegen auch doppelt aufregend, doppelt interessant.
Ja, was möchtest du mit diesem Buch erreichen? Was ist dein Ziel? Quasi, warum hast du den geschrieben? Bueno, für mich, aber alle kennen mich, viele kennen mich, und ich, für mich, die Künstler hat eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Wir müssen immer beobachten, was sie machen, was sie macht. Und dieses Buch zeigt oder versucht zu zeigen, das Wichtigste, die Künstler sind. Und weil sie nehmen und sie versucht, das wichtigste Themen für uns sind Familie, Gesundheit, Ausbildung oder Freiheit. Sehr schön. Vielen Dank, Mariela. Ja, an dieser Stelle, das war jetzt so unser Kurzinterview-Vorstellung. Mariela wird uns gerne von ihrem Buch einen Teil vorlesen. Ja. Und zwar ist ein Absatz von Vorwort ihres Buches, das von Irene Jajewski geschrieben wurde. Irene ist ehemalige Kuratorin des Holocaust-Museums, auch vom Museum für Architektur und Design, für das Frauenmuseum und Museum der Legislative, genau, von Buenos Aires, Argentinien. Und während sie das liest, auf Deutsch auf jeden Fall, ich werde auf die andere Seite gehen, mir ihre Fragen schreiben oder sehen. Und wir werden danach kurz mal Mariela 3 Fragen stellen, die ihr jetzt in dem Chat geschrieben habt, und gerne auch ihre Antwort hören. Für diejenigen, die da sind und auch Spanisch sprechen, ganz kurz sage ich was auf Spanisch. La entrevista en español va a ser más o menos en 10 minutos máximo, así que tengan un poco de paciencia. Jetzt lasse ich Mariela das vorlesen. Danke. Dies ist die Worte von Irene. Danke. Aus ihrer Sensibilität als Künstlerin heraus teilt sie mit Kollegen bestimmte Themen, die sie betreffen und sie bewegen. Über die Freiheit und ihr Verhältnis zur Kunst, aber auch über die Kunst und unseren Weg in dieser Welt. Die Suche nach Antworten zeigt eine Gesamtvision, die uns die Möglichkeit gibt, mit uns selbst und mit anderen besser umzugehen. Die Wahl dieser paradigmatischen Achsen ist das Ergebnis eines Forschungsprozesses, bei dem berücksichtigt wird, dass es unter Einbeziehung von Kunstprofis nicht nur ein einziges oder festes Rezept gibt. Die Wege sind geprägt von Begeisterung, emotionalen Verbindungen, Umgebungen, die Klarstellung erfordern oder einfach nur flüchtige Liebe für diese oder jene Künstler. Glücklicherweise fehlen uns die Voraussetzungen, die ein vorher gelegtes Schicksal für uns schaffen. Die Freiheit, die Mariela in jedem Kapitel dieses Buches ausdrückt, gibt ihren vielfältigen Interessen freien Lauf. Die vorliegenden Themen bilden einen Korpus, der eine zeitgenössische Realität beschreibt, die als sich komplex und verstrickt erklärt mit unserem heutigen Tag. Unsere nahe Geschichte, die eine mögliche, vielversprechende Zukunft vorausgeht. Gracias, Mariela. Acá detrás de las colisas. Oh, auf Spanisch. Jetzt wechsle ich nochmal auf Deutsch. Irgendwie bin ich auf Spanisch gewechselt. So, wir haben hier ein paar Fragen, Mariela. Zuerst fragt uns Sabine, wo kann ich das Buch finden, beziehungsweise kaufen? Bueno, Sabine, kannst du kaufen das Buch erst in der Website libros.cc oder einfach kannst du in meinem Blog
www.marielasch.com. Auch kannst du dort finden diese Adresse. Diese Link, ne? Diese Link. So, jetzt noch eine, einen Moment, eine Frage. Der Harald wollte wissen, woher kommen die Künstler aus dem Buch her? Die Künstler sind aus Spanien, aus Argentinien, Paraguay, USA. Sí. Sehr gut. Und zuletzt, die Maria möchte wissen, ist das Buch auf Deutsch oder ist es auf Spanisch geschrieben? Das Buch ist in drei Sprachen, Deutsch, Spanisch und Englisch. Aber das erste Teil ist auf Spanisch. Dort sind die Bilder und ganz die anderen beiden Sprachen, sie müssen immer in den ersten Teil die Bilder schauen. Aber das ist okay. Ich möchte das Buch in drei Sprachen sehen. Alle drei Sprachen, super, vielen Dank. Ja, wir sind gleich zu Ende und dann würde ich mich ganz gerne Maria fragen, ob sie noch was zu sagen hat und mit uns zu teilen. Genau. Ich möchte dieses Buch binden an viele Personen und ich bedanke mich erst meine Kinder Lautaro und Konstantin, die möchte damit mit diesem Buch meine Leidenschaft erkennen, meine Liebe zur Kunst und die anderen Personen auch. Meine Ehemann Bernhard und meine Schwester Gabriela, die mich immer unterstützen und begleiten haben. Meine Mutter, die mich immer hört und einen Ratschlag gibt. Mein Vater, der mir diese Leidenschaft für Bücher übermittelt hat. Der wunderbare Irene Jabski diese Herausforderung glaubte und auch an der sensible Mita Cordova für ihren Beitrag zu diesem Projekt und alle Künstler, die in die Video teilgenommen haben, ne? Marta Cerlo, Marta Minujín, Patricia Indisch, der Gruppo Bisiesto, Christian Baulan und Maite Dowesky, Anna Otondo, Tamara Domenech und natürlich Ezequiel Villarreal. Ich möchte auch bedanken Lori und Thomas, die mir das Café Utopia in Frankfurt in der großen Hirschgrabenstraße 17, die mir das Café geliehen haben und das Video gedreht haben. Das ist ein toller Ort. Und wunderbare Video, nicht vergessen zu sehen, schön. Bitte. Und ich bedanke mich, Sonja, dir, bereit, immer bereit und Mut für dieses Interview zusammen. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Das war für mich eine Ehre, heute hier bei dir zu sein. Und ja, das ist diese deutsche erste Interview zu Ende gekommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr auf der anderen Seite wart. Bitte nochmal. Guck mal das Buch von Mariela, versuchen mal zu schauen, wird super interessant zu lesen. Und ja, wir machen jetzt weiter, das gleiche Interview, aber auf Spanisch jetzt.